Hi Leute, ich begrüße euch zum nächsten Teil in der Serie hier Das Projekt. Heute geht es sich um die Inbetriebnahme, also sprich das Befüllen und ja, Anwerfen aller Technik. Und wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich nach dem kurzen Intro. Ja Leute, wie versprochen, der nächste Teil jetzt hier heute am Sonntag, damit das, ich sag's mal, Projekt auch ein bisschen zusammenhängt und immer schön live auf dem gleichen Stand bleibt. Heute geht es sich, wie gesagt, schon darum, dass wir das Ganze befüllen. Ich habe hier hinten 2x20 Liter natürliches Meerwasser stehen und zwei Gebinde Absolute Ocean. Kriege ich jeweils 170 Liter raus, also sprich, ich brauche erstmal für den Start hier nur ein Gebinde. Wie das genau gleich anzumischen ist, werden wir noch darauf eingehen. Das natürliche Meerwasser nehmen wir im Endeffekt dafür, weil da schon eine, in Anführungszeichen, auch schon eine gewisse Grundbiologie drin ist. Das Becken ist rein theoretisch danach sofort startklar. Ich gehe aber in Absprache mit Norbert Dammers erstmal den Weg, dass wir das Ganze 3 bis 4 Tage oder 5 Tage cyclen lassen. Und unter anderem dann auch schon kleine Nährstoffe mit reinbringen von N und P, wobei der Anteil an P sehr viel höher sein wird, aus dem einfachen Grund, weil es genau das ist, was die Korallen definitiv brauchen. Was ich im Prinzip versuche, ist das Milieu so herzustellen wie da drüben in meinem anderen Becken. Da liegen die Werte im Moment bei charmanten 0,05 an Phosphat und das Nitrat ist ziemlich weit unten im Moment. Das liegt Pi mal Daumen so bei 2 bis 3. Gut, ich werde gleich hingehen und das natürliche Meerwasser einfüllen und wie das Absolute Ocean angemischt wird, dazu kommen wir dann gleich. So Leute, habe ich erstmal schon geschwitzt, ihr habt es gesehen und jetzt geht es ans Absolute Ocean. Wir haben hier zwei Behälter drin, 2x10,02 Liter. Das ist Element 1, also 1 und 2. Die werden gleich zu gleichen Teilen in das entsprechende Osmosewasser reingepackt. Wir haben einmal hier sauber aufgelistet, wie es zusammengesetzt ist. Und wir haben hier unten natürlich eine Tabelle drin, wie wir dementsprechend, wie viel Liter, wenn wir zum Beispiel 25 Liter hier unten ansetzen wollen, brauchen wir 22 Liter von dem Osmosewasser und jeweils 1,5 Liter von den jeweiligen Elementen. Das Ganze wird dann zusammengemischt und ist dann im Betrieb eigentlich schon fertig, kann dann ins Becken rein. Genau das mache ich jetzt und ich denke mal, da macht man keinen Zeitraffer drüber, weil ich da mehrere Gebinde machen muss. Und hoch hier hoch pumpe und dann schauen wir dann gleich mal weiter. Bis gleich. Ja Leute, befüllt ist es, Wasser ist endlich drin.
Schmecken tut auch gut. Ast rein. Unten ist der entsprechende Wasserstand auch erreicht, den ich benötige, um alles in allen hier vernünftig laufen zu lassen. Ich mache gerade eben noch mal kurz die andere Kamera an. Blend euch das auch noch mal eben ein. Ihr seht, der Schacht hinten ist komplett leer. Ups, nicht umfallen. Das ist auch der Grund, warum der Wasserstand hier unten so hoch ist. So, jetzt gehen wir hin und schmeißen mal die Rückförderpumpe an. Und dann gucken wir mal, was passiert auf beiden Bildern. Wie wir jetzt im Endeffekt sehen können, hier unten steigt jetzt hier langsam aber sicher der Wasserstand. Ich hoffe, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ich habe übrigens, das zeige ich euch hier nochmal kurz, den Überlauf ein bisschen angeschrägt und so weit wie möglich nach oben gelegt. Was das von Sinn und Zweck hat, zeige ich euch gleich. Und ich hoffe mal, dass das jetzt alles so gut funktioniert, wie ich mir das gerade vorstelle. Vorführeffekt natürlich. Wasserstand steigt weiter. Ich bin natürlich auch schon hingegangen und habe hier den Twin Controller eingestellt. Video verlinke ich euch auch noch mal kurz oben, damit das Wasser angeheizt hat. Wir haben momentan 14 Grad Wassertemperatur, also nicht ganz so ideal, wie es sein sollte. Wie gesagt, beide Pumpen laufen, das sieht eigentlich recht gut aus. Und jetzt gucken wir mal eben auf die Seite. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Der Wasserstand ist jetzt schon fast oben. Und man hört es eigentlich nicht. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Ich habe hinten den Notüberlauf so stehen, dass der Wasserstand bis kurz, ein kleines bisschen über den Notüberlauf drüber laufen soll. Wir haben allerdings noch ein Gefälle, was runtergeht in den Schacht selber, damit auch die Kammhaut abgezogen werden kann. Und je tiefer das Gefälle ist, desto lauter ist das Aquarium. Die Pumpe hört man sowieso nicht, das ist, muss ich pauschal sagen, muss ich dem Gerwin, Gruß geht raus und an die Firma Aquabee sowieso, Daumen hoch. Die Pumpe ist sowas von leise, die braucht noch nicht mal eine Eigenlaufzeit. Also die schaltet man an und man hört sie nicht. Absolut genial. Die Konstruktion hinten, die ich gemacht habe, dass das Wasser nach unten weggedrückt wird, funktioniert wunderbar. Ich blende euch auch noch mal kurz eine Detailaufnahme davon ein. Da ist oben so ein kleiner Luftschlauch bzw. eine Entlüftung dran, dass wenn man die Pumpe ausschaltet, das Wasser nicht komplett zurückgezogen wird. Ob das, was ich jetzt hier an Strömung drin habe, alles so in Ordnung ist oder nicht, das kann ich euch erst tatsächlich sagen, wenn Korallen drin stehen. So, was brauchen wir noch weiter? Wir brauchen den Abschäumer. Den Abschäumer stelle ich jetzt auch an. Und dann werden wir mal schauen, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle, auch ob der Wasserstand bleibt. Den habe ich im Endeffekt auch schon vorpräpariert. Den hört man auch nicht. Der hat jetzt eine ganze Woche mitgelaufen. Und ich stelle ihn mal etwas zurück, weil er soll nicht abschäumen, er soll nur Sauerstoff reinbringen. Das ist Sinn und Zweck der Sache. Und ihr seht, er bringt im Moment immer noch ein paar Blasen rein. Das ist aber nicht weiter schlimm. Ich bin hier an der Seite hingegangen und habe mir einen Blasenfang gebaut, damit keine zusätzlichen Blasen mehr oben reinkommen. Wie das Ganze funktioniert, zeige ich euch auch nochmal in einem separaten Video. So, die Pumpen laufen. Wir haben momentan einen pH-Wert von charmanten 8,2. Unten ist der Atemkalk auch schon über einen separaten Schlauch unten drin angeschlossen. Und ja, so können wir es jetzt im Prinzip cyclen lassen. Ich muss jetzt noch mal kurz schauen, was ich an Nährstoffen noch dazu gebe. Müsste eigentlich jetzt noch eine Messreihe machen. Die reiche ich euch aber beim nächsten Video nach, weil im Gegensatz zu vielen anderen gehe ich heute Abend noch auf Arbeit. Und dann lassen wir das Ganze mal laufen, so wie es jetzt hier läuft. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wahrscheinlich nächste oder übernächste Woche, wenn ich dann mal mit den Ergebnissen rumkomme, wenn wir dann anfangen, gegebenenfalls zu besetzen, weiß ich noch nicht. Und alles in allem gefällt es mir so, wie es aufgebaut ist, sehr, sehr gut. Und
Ja, ich sehe gerade, wir haben im Moment wieder einen relativ hohen Wasserstand. Das heißt, ich muss den Schacht nachregulieren. Das ist dann auch immer so ein Gefummel. Gerade diese, ich sag jetzt mal, normalen Ventile, da die richtige Einstellung zu finden. Da muss man dann in Verbindung mit der Pumpe hingehen und gucken, ob das die richtige Einstellhöhe ist, sodass das Wasser. Ja, da muss noch ein kleines bisschen mehr. Vielleicht regeln wir die Pumpe mal um einen Punkt nach oben. Gucken mal, was dann passiert. Ja, steigt wieder. Also wie gesagt, es ist am Start. Nährstoffe kommen jetzt noch dazu. Wie viel reiche ich euch nächstes Mal nach? Die Heizung ist eingestellt, die Pumpen laufen. Zu der Bedienung der Pumpen über den Multicontroller kommen wir das nächste Mal auch dazu. Da zeige ich euch dann, wie das Ganze dann über die App bzw. über das Programm am PC eingestellt wird. Haben wir noch was? Nein, im Moment nicht. Also, es cycelt und jetzt sind wir dann tatsächlich am Ende. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bleibt mir treu. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst bitte den Daumen da und solltet ihr den Kanal hier noch nicht abonniert haben, abonniert ihn doch bitte und ja, macht die Glocke an. In diesem Sinne, bleibt mir treu, bis zum nächsten Mal, euer Viper. Ciao!